Blackhound, dass der mir immer angezeigt wird. Jetzt dürfte ich gleich dem Troll wieder begegnen, genau. Also wie immer. Jagdbeute. Umhauen. Eine böse Lanze auf ihn werfen. Und ihn schwächen. So, markiert ist er. Dann kriegt er auch noch was von mir drauf. So, und da ist er gleich tot. So, Trollhaut. Geld. Brief. Amulett. Amulett und die Gambason. Also ja, es ist schon mal mies, dass wir einfach so umzingelt werden können. Von den Schweinchen. So, jetzt gehen wir vorsichtig hier entlang. Ich muss mich wirklich mehr auf einzelne Schweine konzentrieren, habe ich so das Gefühl. Beziehungsweise immer auf einzelne Gegner. Wenn ich nur einen Gegner oder zwei habe, ist es ja einfach. Aber wenn ich mehrere habe, ich glaube, die Gruppe, die verhaspelt sich da zu sehr. Okay. Da sind alle. Yes. Du Schuss. Und du. Rufte Gönz der Götter durch die Genauigkeit, die Verteidigung aller Verbündeten im Wirkungsbereich erhöht wird. Okay. Hey. Du solltest den eigentlich umwerfen. Und du. Schieß gleich mal auf den nächsten. Yes. So, mein Wolf ist natürlich wieder bewusstlos. Yes. Das kleine Schweinchen ist hinter mir her. Du heil mal dich. Du große Heilung auf ihn. Du bombst mal auf das Schwein vor dir. Wo rennst du hin? Jetzt ist der bewusstlos, ich glaub's nicht. Oh, der ist wieder aufgestanden. What? What? Nein, heil den. Ich bin umzingelt und auch bewusstlos. Ich kapier nicht, wo der hinrennt. Toll, Bugs. Ich kapiere das echt nicht. Das kann nicht so schwer sein, 4 Schweine zu töten. Ehrlich mal. Ich meine, ich habe hier jetzt eine ganze Gruppe und schaffe es mit denen nicht, ein paar Schweine zu killen. So. Du, kannst du schon segnen? Nein, Segnung geht nur im Kampf. So, okay. Wir sind im Kampf. Und jetzt müsstest du segnen können. Lava will be on sea. Gut. Du hilfst mal bei dir mit.
Weil du fällst gleich um. Deswegen heil den. Okay, er ist wieder aufgestanden, also versuche ihn nochmal zu heilen. Ja. Junger Keiler ist schwer verletzt. Ne, versuch erst einmal den leicht verletzten Keiler. Hey. Du versuchst den Keiler umzuwerfen. How may I help? Und du auf den Keiler. Der rennt schon wieder irgendwo hin, wo er nicht hinrennen sollte. Okay, wir haben nur noch zwei Keiler diesmal gegen uns. Unser Druide ist ohnmächtig. Ein Keiler. Okay. Oh, und unsere Ausdauer ist begrenzt vom Druiden. Weil er so schwer verwundet ist. Gut. Haben wir nicht keine andere Wahl als einmal zu rasten. So, jetzt sind alle wieder voll. Also zurzeit sind die Kämpfe wirklich ziemlich glücksbasiert, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt haben wir noch diese Gesteinsformation. Vor allem scheint der Kampf gegen Tiere schwieriger zu sein als gegen Menschen. Guter Zweihänder, okay. Und das Ding hier. Dein Spiegelbild verzerrt und verdreht sich im lebenden glänzenden Adra. So, das war's dann wohl. Können wir die Map irgendwo verlassen? Ja. Den Esternwald, den lassen wir mal. Wir wollen jetzt hier die Schwarzauen. In der Hoffnung, dass wir so schnell wie möglich die Karawane und die Vorräte finden, dass wir bessere Waffen beim Schmied bekommen. Ich brauche nämlich endlich eine Waffe, mit der ich auch umgehen kann. Ich habe ja Arbalesten und Arkebusen geskillt eigentlich. Was auch noch gut zu wissen wäre, ist, was der nächste Stufenaufstieg ist. Ach, der hält noch etwas vor. Gut, ich schlag mal vor, wir folgen jetzt erstmal der Straße. Töten einen Waldtroll. Hauen den einfach mal um. Oder auch nicht. Okay, er hat einen verwundeten Schuss drauf. Wir versuchen nochmal ihn umzuhauen. Ja, sure. Okay, die stehen wirklich alle nicht wieder auf. Ist auch gut zu wissen. So, hier wäre eine Weggabelung. Wir folgen aber mal dem Hauptweg erst einmal mittendurch. Okay. Ein Würmskelett. Fledermäuse sprengen auseinander und krabbeln zwischen die Zähne des Biestes. Okay. Und wir haben wieder Visionen von Leuten auf Streckbänken. Und einen Waldtroll. So. Einen, okay. Hi. Das sind ein paar mehr. What? Das heißt, wir müssen ein bisschen auspacken. Ja. So. Au. Du ziehst dich mal zurück. Und heizt deine Ausdauer wieder hoch. Hey. Du wirfst den nächsten um. Du machst nochmal Geschosse.
Ach so, ich darf nicht auf die Porträts klicken, hä? Ah, das ist ein Bodenzauber. Der denkt immer, ich mach den da auf die das Gebiet. So, umwerfen können wir nicht mehr. Mein Wolf begibt sich mal raus aus dem Gefahrengebiet. Hi. Du wirst mal so eine arkane Bombe. Okay, der kann von hinten ruhig angegriffen werden. So, den letzten schaffen wir auf. Ja. Gut. Gegen Trolle kommen wir besser an als gegen irgendwelche Schweine. Oh, da ist noch so ein Tier. Die Knochen fühlen sich steinhart an, sind aber überraschend leicht. Ja, sind Drachenknochen. Kehrt nur, kommen wir da lang. Okay. Das heißt, wir sind jetzt einmal durch das Gebiet durch. Wir können jetzt den südlichen Teil absuchen. Gucken, wo lang wir gen Süden kommen. Erst einmal wieder ein Troll. Einmal pro Begegnung. Na, das sollte ich wirklich auch öfter mal machen. How may I help? Was macht das eigentlich nochmal, Arcana-Angriff? Und zur Benommenheit führt, okay. Versuch nochmal ihn umzuwerfen. Oder tötet ihn einfach. So. Mal gucken ins Inventar. Die haben nämlich alle samt Zeug im Inventar, was eigentlich ins Lager gehören sollte. Ja. Unter anderem ein Teil der Dietriche. Belans Glocke. Dort geht's nach Süden zur Matma-Brücke. Also in Richtung Trutzbucht. Da wollen wir aber auch noch nicht hin. Was kommt da jetzt? Ein Wicht. Oh, eine Gruppe von Wichten. Okay, die scheinen was drauf zu haben. So. Hau mal den leicht Verletzten vor dir um. Oh Gott, sieht das... Okay, ich nehm's zurück. Die fallen wie die Fliegen. Zum Glück fallen die wie die Fliegen. Gefäßfleisch. Alles mal mitnehmen. Wir haben es trotzdem geschafft, den armen Kerl hier zu töten. Djurvedische Kleidung. Fulvanus Stiefel. Und Geld. Okay, Stiefel, die machen was. Verfassung plus 1. Oh, dann trägst du die mal. So. Und leider, leider, liebe Leute, ist es wieder mal Zeit für einen Cut. Also speichere ich hier mal. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.